Hi Leute und willkommen zurück bei Dark Souls Remastered hier im Level 1 Durchgang. Wir befinden uns hier im DLC-Gebiet. Ich habe ein kurzes Video gemacht, wie man hier hinkommt und habe das dann unter die Playlist Dark Souls Remastered Guides und Tipps eingeordnet. Deswegen finden wir uns jetzt gleich hier am ersten Leuchtfeuer im DLC-Gebiet wieder. Und jetzt fragt euch vielleicht ja, warum DLC? Möchte ich den DLC überhaupt durchspielen? Freunde, ich bin mir noch nicht sicher. Wir gehen erstmal rein. Ich gucke erstmal, was hier überhaupt passiert beim nächsten Bossgegner. Ich habe es noch nicht gemacht, selber hier Level 1 im DLC. Das ist für mich auch eine ziemlich krasse Herausforderung. Und mal gucken, wie weit wir hier kommen. Der Grund, warum ich aber hier bin, ist, ich möchte unbedingt, bevor wir zu den letzten Bosskampf im Hauptspiel kommen, möchte ich gerne die zweite Axt, die ich mittlerweile angefertigt habe, die Blitz auf Blitz umgewandelt ist, die möchte ich gerne mit einer grauen Scholle ans Limit bringen. Ja, und eine graue Scholle haben wir schon für die erste Waffe investiert, für die normale, und eine weitere Scholle finden wir jetzt mit Sicherheit nur hier im DLC-Gebiet. Deswegen sind wir hier. Deswegen stellen wir uns zumindest mal jetzt hier dem ersten Boss, der Gott sei Dank feueranfällig ist. Und wir haben ja hier den großen Feuerball. Jetzt überlege ich gerade, soll ich das andere Schild ausrüsten? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier mit Level 1, ob das überhaupt noch was bringt, das Schild. Wir werden es einfach mal so ausprobieren. Ich versuche auch auszuweichen, vielleicht trifft er uns gar nicht. Wir gehen rein, Daumen drücken und los geht's. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das war der beste Bosskampf, den ich jemals hier gemacht habe. Gegen den Löwen. Ich fasse es nicht. Ja, ich freue mich, Leute. Wir kommen weiter und kommen zumindest auf jeden Fall an die Scholle ran. Halleluja. Ach, das hat ja echt gefunzt. So kann es weitergehen. Willkommen in Olasil Mausoleum. Erstmal entzünden hier. Reparieren braucht man nichts. Dann sagen wir doch mal hier guten Tag. Well, look at this one. From what faraway age hast thou come? Thy scent is very human indeed, but not intolerable. Ah, Princess Dusk's savior. Thine aura is precisely as she described. I thank thee deeply for rescuing her highness. But Princess Dusk is here no longer, snatched away by that horrifying primeval human. And so I must ask, couldst thou once more play the savior? Thank you. I am Elizabeth, guardian of this sanctuary. Something of a godmother to Princess Dusk. I shall assist thee to my utmost, for I am one with the sorceries of Orisil. Thou shalt see further on. An abyss was begat at the ancient beast, and threatens to swallow the whole of Ulysses. Knight Artorius came to stop this, but such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness,
Indeed, the Abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Thou shalt see and not without indeed still. May the flames guide thee. Ja, Freunde, das war Elisabeth. Die haben wir aber auch schon kennengelernt im Livestream und die meisten von euch werden das Gebiet hier auch schon kennen. Deswegen machen wir das jetzt hier nicht alles nochmal hier in einem Part. Es soll sich hier in diesem Level 1 Durchgang dann bei dem DLC hier auf die Bosse beschränken, bevor wir wieder zurück ins Hauptspiel kommen. Ich werde mir jetzt hier mal die Scholle, die graue Scholle schnappen. Dazu gibt es auch ein Guide-Video, wenn ihr das wissen wollt, wie ihr die bekommt. Und dann sehen wir uns vielleicht, je nachdem, nochmal beim nächsten Bosskampf wieder bei Artorias, von dem hier Elisabeth gerade erzählt hat. Ich sage danke fürs Zusehen und wenn es dir gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen nach oben oder natürlich auch über ein Abo, wenn du hier öfter mal vorbeischauen möchtest. Ich würde mich freuen. Bis dahin und ciao.